Hallo zusammen und weiter geht's hier in Anno 1800. Ich hatte euch in der Ende der letzten Folge, hatte ich euch gesagt, mit was wir weitermachen wollen. Und zwar hier, ihr schaut mal, wir brauchen auf jeden Fall Kaffee für die Bevölkerung. Ja, wir müssen noch weitermachen mit unseren Investoren. Wir haben bis jetzt 56 Einfluss generiert. Ganz ehrlich, ist gar nicht so schlimm, aber, oder schlimm, genau. Santo, bitte, Konzentration, ganz klar, ist gar nicht so schlecht. Das wollte ich sagen. Also, ich sag mal, als nächstes machen wir mit den Arbeitern weiter. Dazu hatte ich hier unten ein Wirtshaus gebastelt. Und ich würde gerne hier dafür sorgen, dass wir... Achso, es gibt ja auch keinen Marktplatz. Ah, das wird immer schlimmer hier. Gut, dann passen wir in den Marktplatz hin. Ich würde auf jeden Fall hier noch dafür sorgen, dass man beim letzten Mal habe ich den Fehler gemacht, habe die Arbeitergebäude gleich hier rüber zu den Handwerkern gezogen. Aber ich muss erst immer die Bevölkerungsstufe jeweils dort aufsteigen lassen, bevor ich sie hier wirklich hierher verziehe. Weil ihr seht, es ist alles geboostet durch ein Rathaus mit nur einer Schauspielerin drin. Aber alleine die Schauspielerin ist der absolute Wahnsinn, was die bietet. Die bietet zwei komplette Produktionsketten weniger an. Das heißt, die sind versorgt. Also an alles, was die benötigen, Bedürfnisse wie Zufriedenheit, und haben wir komplett zwei Produktionsketten weniger. Und die zwei Produktionsketten haben es in sich, schaut mal, Wohngebäude, deren Bedürfnis nach Varieté erfüllt ist. Das heißt, wir müssen hier unten dann einfach so ein Varieté hinbauen. Und wenn wir das geschafft haben, dann erhalten alle im Einflussbereich dieses Rathauses, erhalten Rum- und Fleischkonserven. Und das ist unheimlich, unheimlich wichtig. Vor allem der Rum ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber die Fleischkonserven, das ist eine übelste Produktionskette. Und die hier nicht haben zu müssen, das macht sehr viel aus. Ganz klar. So, ich wollte jetzt Folgendes machen. Und zwar lasse ich jetzt noch hier die Arbeitergebäude mal noch aufsteigen. Die restlichen. So, jetzt müssen wir wirklich mal gucken, ob wir hier alle auch erwischt haben. Wirklich alle? Nein. Ha, eben nicht. So, jetzt haben wir alle, ne? Gut. Alles klar. Jetzt machen wir gerade den Marktplatz wieder weg und wir reißen auch gerade hier unten das Wirtshaus wieder ab. Weil die Handwerker bzw. die zufriedenen Handwerker, die benötigen keinen Marktplatz mehr und die benötigen auch kein Wirtshaus mehr. Ich hatte die beiden Gebäude wirklich nur hingestellt, weil ich versäumt hatte, in der letzten Folge die ganz normalen Arbeiter hier drüben nochmal aufsteigen zu lassen. Schaut mal, ne, die sind aufstiegsbereit und ich habe sie halt davor hier rübergezogen. Okay. Und dann sind sie halt aus ihrem Einflussbereich von ihren normalen Dienstleistungsgebäuden rausgekommen. Und dann habe ich hier noch zwei hingebaut. Also alles gut. So viel dazu. Jetzt könnten wir schon dafür sorgen, dass wir, sobald wir hier auf den Aufstiegsbutton klicken, könnten wir natürlich die Handwerkerarbeitskraft zur Ingenieursarbeitskraft weiter, ich sag mal, weiter aufsteigen lassen. Also die Bevölkerung macht aber so keinen Sinn. Weil wir haben genug Ingenieure und wir sollten erstmal dafür sorgen, dass wir erstmal noch ein paar Investoren. Adäquat, aber es fehlt noch der Feinschliff. Okay, dass wir erstmal noch ein paar Investoren bekommen. Gulasch Ala Stroganov hat 2 Zufriedenheit als Effekt. Das hat er, glaube ich, überall. Ja, genau, okay. Aber die sind nicht so begeistert von der Zeitung. Oh, da gibt es 5 Zufriedenheitsmaluspunkte. Alles klar. Ja, jetzt muss der Kaffee erstmal wieder auf 100% kommen und dann hoffe ich mal, dass das in der neuen Welt erstmal ausreicht, damit man die Bevölkerung, die wenigstens die Bevölkerung hier auf Ground Falls, die 14.000 haben wir ja schon, wow, dass wir die hier wenigstens mit Kaffee versorgen können. Und von den 14.000 brauchen ja nicht alle Kaffee. Wir haben noch 20 Tonnen, also, hey, das wird schon wieder eng, ne? Hm. Okay, nützt nichts. Schwenkt mal um. Was ist das hier? 2 Quests haben wir plötzlich hier. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Eine Lieferaufgabe, was brauchen wir denn? Revolutionäre neue Idee. Natürlich liefern Sie 18 Tonnen Kanonen. Das müssen wir anders machen. Und zwar fahren wir da. Hast du irgendwelche Schiffe da draußen gesichtet von La Corona? Oh, schaut mal, boah. Was gibt's denn hier zu kaufen? Hier gibt's hier gleich. Ja, ich bin sicher. Macht nichts. Den Ferras brauchen wir, dann kaufen wir hier gleich den Gärtner. Und die... Nee, das war's. Reicht. Ich hatte gedacht, dass man bei der... Nee, bei der kann man eben keine Kanonen kaufen. Bei der...
Kann man die verkaufen? Ah, okay. Ja, das gibt auch gleich wieder 3 Einflusspunkte weniger. Ah. So, was ist mit dir? Eine Lieferaufgabe möchtest du. Du möchtest 8 Tonnen Kautschuk haben. Okay. Wo haben wir denn Schiffe? Die Menschen lassen sie hochleben. Schauen wir mal, wo wir hier unseren Kautschuk haben. Ich glaube, den haben wir hier. Moment, der ist weiter oben. Hier. 8 Tonnen. Oder machen wir 8. So, dann fahren wir zu dem Clipper. Und dann wäre ja die Quest hier schon als beendet erklärt. Das löst aber noch nicht das Problem mit den Kanonen. Nun gut. Der hat auch eine Quest. Wow, gibt's aber. Ich verurteile sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Eine Krämerin. Bedürfnisbonus Markt. Verringerter Verbrauch von Markt. Aha. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Erwarten neue Horizonte. Okay, hier müssen wir was holen. Okay, Wrackteile wahrscheinlich. Ja, okay. So, dann werden wir mal... Der Pflicht entrinnt man nicht. Stimmt, da hast du recht. Wir werden mal ein Schiff aussenden. Und werden hier mal die 3 Teile, die der braucht, einsammeln. Sind unterwegs. Und werden das Leid zu seinem Schiff bringen. Und dann wäre das hier gut, die Quest. Hier gibt es nur wieder Öltanker zu kaufen. Oh, schaut mal. Okay, meine ganzen Schiffe liegen hier vor Anker. Das ist auch toll. Die wollte ich eigentlich wieder zentral hinstellen. Auf Ihren Befehl. Genau das habe ich gemeint. Diese Kanonen. Die Treuhänder hatten schon nach dir gefragt. Meine Treuhänder sind alle baff. Diese Kanonen. Genau die brauchen wir. Und zwar... Setz die Segel. Wir halten hier kurz an. Das sind ja 20 Tonnen. Wir werden jetzt mit diesen Kanonen werden wir jetzt übersetzen. Und zwar... Die Menschen lassen sie hochleben. Sind unterwegs. Ah, da müssen wir die Handelsroute komplett abziehen. Na gut, dann ziehen wir die Handelsroute komplett ab. So mutig und so viele Leben gerettet. Auf die alte Dame ist verlassen. Aha, wo? Versorgen Sie die Einwohner mit 18 Tonnen Kanonen. Das wäre diese Seite. Dann werden wir hier... Erwarten neue Horizonte. Dann werden wir die neue Welt aufbrechen. Und zwar nach Havanna werden wir da fahren. Bereit für den Einsatz. Nach Havanna. Schaut mal, wie geil das ja gemacht ist mit dem Regen. Das ist ja der Wahnsinn. Ein neuer Auftrag. So, unterwegs in eine andere Region. Moment, sei mal so gut und nimm mal hier das hier noch mit, egal was es ist. Ach nein, das ist so ein Quest-Item. So, das ist unterwegs mit die Kanonen. Das ist kein Thema. So. Das Problem ist dran die Zeit. Ich denke, das wird das Problem daran sein. So, Prinzessin Queen. Ja. Wie ist denn das jetzt, Fräulein, mit dem Ruf? Ist erhöht und Geschenk anbieten unmöglich. Es scheint gefällig. Okay. Wie wär's denn vielleicht noch mit einer kleinen Quest? Prinzessin, könntest du uns vielleicht noch eine Quest anbieten? Ich meine, ich würde mich riesig, riesig freuen. Das musst du nicht tun. Das weiß ich. Aber für so noch so 5-6 Rufpunkte wäre ich dir wirklich, wirklich dankbar. Schaut mal, die hat sogar wieder... Ich bitte euch, bitte. Es gibt halt wieder 3 Rufpunkte weniger. Und das ist das, was uns irgendwann mal hier, wenn wir uns nicht beeilen, in die Takelage. Das kostet uns dann hier irgendwann mal alles. Sie haben ihren... Ich weiß. Ich bitte euch. Da müssen wir schauen, dass wir das in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mit klar kriegen. Dass wir die Inseln dann gleich mit aufkaufen. Weil ihr seht, das hier sind noch 10 Minuten und hier oben... Brauchen wir noch einen Anteil von ihr? Waren Ihre Nachforschungen ein gerechtes Ende? Na gut, schauen wir mal.
Ich würde vorschlagen, fahren wir erstmal unserer Flotte hinterher und parken erstmal hier oben wieder in der Mitte. Ja, sicher, sicher. Weil die erklärt uns dann hundertprozentig eh den Krieg, wenn die dann unter einer gewissen Rufstufe drunter gesunken ist. Und jetzt, glaube ich, ist das soweit, oder? 47. Es wird nicht mehr lang dauern und die kündigt uns dann wirklich jetzt die Handelsrechte. Noch ist er fröhlich, schaut man ins Gesicht. Noch lächelt sie. Aber das kann sich alles ganz, ganz schnell ändern. Was mit Bände? Sehr so wahrscheinlich. Und sehr wahrscheinlich. Okay. Deshalb hätte ich mal wirklich gerne noch... Ich hätte sehr, sehr gerne mal noch ein paar... Noch eine Quest. Wenn es ja nicht ein paar sind, hätte ich wenigstens noch... Eine Quest hätte ich gerne noch gehabt. Aber schaut mal, diese kleinen Inseln, die sie dann wirklich bevölkert noch. Also sind hier auch nicht viele. Ja, das hat dann ziemlich wenig Wert. Vor allen Dingen hier gerade in der neuen Welt. Bringt eigentlich fast nichts mehr. Ich sag mal, Crown Falls hätte sie ja dann noch... Hätte sie ja dann noch eine größere Insel. Ja, die hat hier zwei Stück. Der Doktor hat eine. Das gerade jetzt wäre halt die Allianz. Nee. Ach, herrje. Nee, machen wir nicht. Ja, das könnten wir sofort gleich übernehmen. Okay, alles kein Problem. So viel zu dem Thema Kriegsgeblänkel oder baldige Aufkäufe oder. Wir sollten jetzt wirklich erstmal schauen, dass wir hier... Schaut mal, und das Kaffee ist schon wieder alle. Das heißt, Aufstiegschancen hier gleich null. Jetzt würde mich aber mal interessieren, ob es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, über einen Itemsockel, übers Rathaus, an vielleicht irgendwie einen Spezialisten zu bekommen, der das möglich macht ohne Kaffee. Okay, probieren wir mal was. Kaffee. Genau. Das wäre im Prinzip nur sie. Wohnhäuser erhalten zusätzliche Bewohner. Durch Fische, Brot, Fleisch, okay, das ist die Aura der Erkenntnis, ja. Aber das ist im Prinzip nicht so, dass die Kaffeeforderung da komplett weg ist. Die Wohnhäuser erhalten nur zusätzliche Bewohner. Okay, Kaffee, Wuchtbereit, Item, Herkunft, unbekannt. Okay, das sind ja noch richtig viele. Variierter Verbrauch von Kaffee um 30%, Nets ultimativer Espressonateur, Nets geliebter Wasserkessel, Risiko für arktische Grippe, verringerter Verbrauch nochmal zum Kaffee, verringerter Verbrauch von Bedürfnis Kaffee, aber um wie viel, das weiß keiner, ein legendärer Kaffeeliebhaber und durch ein Schuft. Geil. Fernando bereitete Vascos Kaffee zu, also dieser, ja. Doch König Joao hat ihm ein Ende bereitet. Mann, Kaffee ist doch wichtig. Sektkennerei, Rum und fortschrittliche Rumbrennerei. Bringt mehr Produktivität und produziert zusätzlichen Kaffee. Ich bräuchte halt Zufriedenheit, ja. Zusätzliche Bewohner, es nützt nichts. Sorgen für Zusatzeinnahmen, auch richtig geil. Anstelle von Zucker verarbeitet das Gebäude nun Kaffeebohnen. Für die, das ist die Schokoladenfabrik, ist auch nicht schlecht. Versprechen schmelzen dahin. Genau das. Genau das hatte ich gedacht, genau das. Und jetzt wird sie dann, hier ist noch im Frieden mit uns. Das heißt, sie ist noch nicht sauer. Das ist alles gut. Im Prinzip wäre das dann hier ihre letzte große Insel. Ja. Weil das ist die einzige Insel, die wir noch nicht auf, also die wir noch nicht so einen großen Stil aufgekauft haben. Hier könnten wir schon in 5 Minuten könnte man das Teil hier locker übernehmen, das wäre kein Problem. In der alten Welt könnte man zumindest die Insel gleich unterwerfen wie auch diese hier.
Ja, die wäre dann schon bestimmt ein bisschen sauer, die gute Frau. Und die hier könnte man ja im übernächsten Step dann mit übernehmen. Jetzt müssen wir nur noch mal schauen, wo die Schiffe alle sind. Oh, die hat schon, na, schon eine kleine beachtliche Streitmacht hier. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Nein, N, stecke ich nicht. Keine Sorge. Okay, hier hinten, ja, da hätte der hätte einen Monitor zum Verkaufen. Ja, wenn alle Stricke reißen, nehmen wir halt dann den Monitor, aber bis jetzt alles gut, brauchen wir noch nichts. Wir bräuchten schon mal noch Kanonen oder sowas. Hier könnten wir 30. Wir könnten hier auf jeden Fall noch ein Linienschiff bauen. 36 Bordkanonen auf jeder Seite. Ja. Ich meine, wir könnten es dann zur Not wieder verkaufen, das wäre alles kein Problem. Aber ich bin sehr unentschlossen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir warten noch auf das Schiff, was hier dann ankommt für die Kanonen, weil wir haben noch 18 Minuten für die Quest. Ich bin gespannt, ob es geht. Wie sieht es denn aus mit Kaffee? Das ist der Kautschuk, das ist Rum- und Baumwollstoff. Ich denke mal, der Kaffee wird schon gefahren sein, oder? Schauen wir mal. Auf diese Karte hier übrigens kommt man mit der Leertaste. Jawohl, schaut mal, 135 Tonnen Kaffee. Bäm. Sehr geil. Super. Okay. Wer selbst wachsen will, muss auch eine Fotografieaufgabe, natürlich. Es geht nichts über den Versuch. Mister, und warum gerade jetzt? Fotografieren Sie bitte ein Linienschiff. Na, dann machen wir das doch. Wo ist es? Hier ist es. Und zack. Natürlich. Ah, aber. Aber wirklich gut getroffen. Aus totem Laub haben Sie Lotus sprießen lassen. Warum? Ich frage euch, warum hat die jetzt erst. Ach so, die hat nur die Handelsrechte aufgekündigt. Warum hat die erst jetzt uns die Quest gegeben? Warum? Naja, gut. So. 1 Minute 55. Was haltet ihr davon, wenn wir hier diesen Step als erstes machen? Und dann müssen wir mal schauen, ob die... was die uns dann wieder abkauft als nächstes. Ich denke mal, die wird dann die Insel wieder nehmen. Ja, wir könnten jetzt zeitgleich sehr viele Inseln mit einmal einnehmen. Den Doktor machen wir mal auf keinen Fall hier. Wir warten hier noch auf den Kaffee. Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Oh nein! Also, es steht hier tatsächlich noch ein... Habe ich es vor uns echt übersehen? Ich habe es übersehen, ne? Okay, das könnten, die könnten noch aufsteigen, das wäre kein Problem, weil die brauchen noch keinen Kaffee, aber die Ingenieure bräuchten dann schon. Ja, da müssen wir dort, ja, da müssen wir halt warten, das nützt nichts. Da müssen wir halt die paar Minuten müssen wir noch ausharren, ist aber auch nicht schlimm. Gucken wir mal, wie es aussieht jetzt mit den Investoren. Die bräuchten als nächstes, die bräuchten Elektrizität und dann bräuchten sie Sekt. Die Versorgung ist verboten, warum ist sie, ach, die wird... Ach, weil wir haben schon Sekt hier unten auf Lager. Wir hatten schon Sekt auf Lager, aber das hat, glaube ich, nicht gereicht. Und ich wollte mir das aufheben. Wir hatten schon was. Genau, weil mit jedem, ich sag mal, mit jedem großen Stadtfest sind die Einwohner mit Sekt versorgt. Und jetzt gibt es 1000 Einheiten Sekt schon. Und das ist schon viel, also 1000 Tonnen, sagen wir es mal so. Zigarren hätten wir nämlich auch schon wie Schokolade. Das heißt... Also ein Stück lang könnten die Investoren sehr, sehr gut leben. Bin ich offen und ehrlich. So, Stahl hätten wir jetzt auch genug. Was bei uns jetzt allerdings fehlt, sind die Stahlträger. Und die werden wir uns jetzt hier immer noch holen. Der Bug ist so eine Art Improvisation. Kiste unter Deck. Nein, bitte viel. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die goldene Seekuh. Das sind die 20 Kanonen. So schnell? Jawohl. Sie enttäuschen mich nie. Nein, das ist nicht dein Ernst, das ist hier nur 20. Egal. Gut, dann haben wir da hier eine, diese Handels. Wir hatten doch diese. Diese. Die war das.
Richtig. Annehmen und weiter geht's, oder? Wie ist das jetzt? Das ist das Schiff. Dieser Route ein Schiff zuweisen. Wir haben noch keine Route. Moment. Ihr Fluss mündet noch immer im offenen Meer. Ich glaub's nicht. Okay, Prinzessin Queen. Genau, Schiff dieser Route. Kein Schiff zugeordnet. Das heißt, wir müssen hier ein Schiff zuordnen. Und zwar war das die... Moment, ich muss kurz mal schauen. Das war die goldene Seekuh. Okay, alles klar. Zack. Das ist die Route. Güldenes Einhorn, Augusta. Die goldene Seekuh, ne? Die nehmen wir. Und jetzt müssen wir annehmen. Und schon geht's wieder los. Alles klar. Gut. Ja, ich glaube der Prinzessin, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich vermute zu wissen, was der Prinzessin gleich bevorstehen wird. Ob er es glaubt oder nicht, die kann ja sowieso nichts anderes machen. Hier hat sie uns mal wieder ein Stück. Nee, das ist unser nächster Step, den wir auf jeden Fall machen müssen. So. Und ich denke, jetzt in der nächsten Folge müssen wir das Unvermeidliche machen. Und zwar werden wir in der nächsten Folge Prinzessin Quinn, ja, die machen wir nicht nackig, aber die Prinzessin Quinn, die werden wir dann, ja, aus diversen Ländereien mal definitiv vertreiben. Die wird auf jeden Fall richtig sauer werden, sage ich euch gleich. Die wird uns auch hundertprozentig den Krieg erklären. Und meine Angst ist ja, wenn die mit jemandem in der Allianz steht und ich vermute Bente, ich weiß es nicht, aber ich vermute Bände, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Bände irgendwie wieder auf unsere Seite ziehen und dass wir uns die Prinzessin wirklich alleine vorknöpfen können, weil mit den wenigen Häfen, was sie da noch hat, mit den wenigen Schiffen, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, ist die irgendwann entweder pleite oder die versucht mit ihren Schiffen wirklich noch ihre 2, 3 Häfen anzufahren, beziehungsweise versucht die halt dort noch irgendwas auszubauen. Ich sag mal, das hier ist dann, wäre dann ihre Insel mit dem meisten Vorkommen, beziehungsweise auch noch den meisten Platz. Weil schaut mal, hier gibt es auch schon Ingenieure. Ja, also das würde ich in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht genau, aber die Prinzessin wird sehr leiden und die wird sehr, sehr sauer sein. Aber das alles erleben wir dann in der nächsten Folge. Schauen wir mal, der Kaffee ist noch nicht wieder da. Aber der sollte jetzt gleich mitkommen. So, also können wir uns in der nächsten Folge Prinzessin eigentlich komplett widmen. Und dann bin ich gespannt, wie wir die nächste Folge beenden. Also nicht diese Folge, sondern ob wir die nächste Folge im Krieg beenden mit Prinzessin oder ob wir uns doch noch irgendwie einigen können. Schauen wir mal. Bis hierher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, riesig, riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder alle mit dabei seid. Vielen Dank für eure ganzen Views, vielen Dank für eure ganzen Likes, Kommentare, alles, was ihr getan habt für dieses Let's Play bis jetzt. Ich muss mich ganz, ganz herzlich nochmal bei euch bedanken. Es macht riesen Spaß, das euch zu zeigen und so in meiner Warte das so mit euch zu erleben. Dankeschön und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal alle wieder mit dabei. Macht's gut, ciao, ciao.